Oh, jetzt können wir in die Küche. Guybrush Threepwood. Moin! So wahr ich lebe und atme. Wie geht's dir? Prächtig. Prächtig. Wie geht's Elaine? Sie war immer meine Lieblingsgouverneurin. Sie hat auch deine Rechnung bezahlt, als du nicht mehr kamst. Ja. Noch im öffentlichen Dienst, kann man so nicht sagen. Ich habe sie einfach nicht danach gefragt. Wir sind öfters getrennt, als mir lieb ist. Ja, sie ist hier auf der Insel. Ja, das sage ich ihm. Sie ist hier auf der Insel? Nun, natürlich ist sie mit dir gekommen. Nein, ich wusste nicht Zufall. Einmal, dass sie hier sein würde. Zufall. Oh, grüß sie von mir. Mach ich. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. Sehe ich irgendwo eine Karte? Ja, mir gefällt das nicht. Aber ich muss mich auf die neuen Leute einstellen. Ich brauche die Maus. Alles ändert sich, Guybrush. Aber die Kakerlaken bleiben dieselben. Ich habe deinen Humor vermischt. Und deine geringe Alkoholtoleranz. Hey! Ist das nicht der hier von diesen Aufbackbrötchen? Gibt's diese Aufbackbrötchen überhaupt noch? Das ist Ewigkeiten her. Diese neuen Piratenanführer scheinen echte Idioten zu sein. Diese neuen Piratenanführer scheinen echte Idioten zu sein. Warum lässt du sie überhaupt in die Bar? Nun, sie haben meine alten Stammkunden vergrault, also habe ich keine große Wahl, wenn ich im Geschäft bleiben will. Und wenn ich versuchen würde, sie zum Gehen zu bewegen, würden sie mich wahrscheinlich in Stücke schneiden und in die Suppe werfen. Ehrlich gesagt, dann würdest du zumindest mal schmecken. Ich habe Angst vor ihnen. Positiv ist, dass sie über ein höheres verfügbares Einkommen und eine bessere Hygiene verfügen als die alte Generation. Mhm. Sag mal, hat er hier mit den Sternen geschummelt? Ich glaube, da hat jemand ein bisschen geschummelt. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Geheimnis von Monkey Island finden werde? Nein, das glaube ich nicht. Das ist aufregend. Du heuerst also ein Schiff in den Docks an? Ja. Ich glaube, ich werde eins klauen. Soweit ich weiß, ist das einzige Schiff da draußen das von LeChuck. Noch besser. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Klaue ich ihn. Mutig. Ja. Mir gefällt deine Denkweise. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Oh, wie gemein. Der wird nie alt. Ja, gut, aber ich glaube, der wird halt auch nicht lustig. Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Der Witz wird nie alt. Also dieses, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ne? Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Der Witz wird nie alt. Naja, gut, ich habe jetzt dreimal denselben Witz gemacht. Also weiter mit der guten ja Arbeit. Okay. Danke, wird gemacht. Oh, Schnur. Eine Holzmöwe. Hier war früher wirklich eine Möwe und ich musste die irgendwie wegkriegen, weil hier irgendwas lag, was ich brauchte. Aber die Möwe mich immer angegriffen hat. Ich erinnere mich. Auf der Tafel steht, zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Kann ich mitnehmen? Nee. Ich glaube, jemand hat versucht, damit ein Boot zu sichern. Hier pfeift der Wind. Das ist hoffnungslos. Was ist hoffnungslos? Es ist Schnur. Das ist hoffnungslos. Es ist gut, um Stress abzubauen. Es ist weich und extra flauschig. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Das ist hoffnungslos. Warum hört er sich ein bisschen besoffen an, wenn er das sagt? Das ist hoffnungslos. Was ist hoffnungslos? Hört sich wirklich ein bisschen betrunken an. Ranzige Lebensmittel. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Kann ich irgendwas mitnehmen? Schädlinge oder Garnierungen? Ein guter Koch bezieht lokale Produkte, wenn er kann. Ich weiß noch, damals musste ich einen Topf mitnehmen, als Helm. Und obwohl das ja so simpel eigentlich ist, man sollte an so einen Blödsinn denken, bin ich damals nicht drauf gekommen. Weißt du noch? Weißt du noch? Sag mal, Tommy, was ist denn mit dir? Bist du heute... Hast du im Lotto gewonnen, oder? Danke. Ja, dir gehört halt irgendwann der Kanal, ne? Nummer 31. Läuft, läuft. Krasser Typ. Ich kann hier nichts mitnehmen, oder? Das ist vielleicht ein Verwandter. Sieht aus wie ein Fahndungsfoto. Bleib weg von diesem Bild!
Ich will's haben. Bleib weg von diesem Bild. Kann ich ihn ablenken und das Bild klauen? Kann ich oder kann ich nicht? Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Der Witz wird nie alt. Sehr, sehr schade. Weiter mit der guten Arbeit. Ich hätte jetzt wirklich gerne das Bild mitgenommen. Maden, kann ich die mitnehmen? Liebe kleine Kerle, nicht wahr? Falls ich angeln gehen will. Das ist alles immer Igitt. Erinnere mich daran, nie wieder hier zu essen. Wirst du mir die Anzahlung für ein Schiff vorstrecken, wenn ich dir beim Aufräumen helfe? Stell den weg, bevor du dich verletzt. Was? Es ist ein Mob. Offensichtlich gibt es eine Menge, was du nicht über Mobs weißt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich es lieber so lassen würde. Ich bin Profi mit Möpsen. Jetzt habe ich es gesagt. Ich würd ihn wirklich gerne mitnehmen. Nun, das ist definitiv ein Mob. Ja. Bleib weg von meinem Mob. Mann, ich hätte hier so ein bisschen geputzt, dass du abgelenkt bist und dann hätte ich... Ja, vielleicht dieses Bild mitgenommen. Ich finde es einfach scheiße, dass da steht, ich kann das Bild stehlen, aber ich kann es nicht stehlen. Bleib weg von diesem Bild. Kriege ich ihn hier irgendwie raus? Ist das... Was ist sonst noch? Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn man sich etwas in den Kopf setzt und eine Packung Sterne zum Aufkleben hat. Hat jemand eine Packung Aufklebsterne für mich? Ich würde gerne mein Streaming-Talent so ein bisschen aufwerten. Wäre übrigens jetzt genau der richtige Moment, wo ihr einfach sagen könntet, nee, brauchst du gar nicht, ist super. Das wäre ein Ding. Kann ich nochmal mit denen reden? Seid ihr sicher, dass ich euch nicht überreden kann, meine Expedition nach Monkey Island zu unterstützen? Nehmen wir mal an, ich würde das wirklich in Erwägung ziehen. Welche Qualifikationen hast du als Pirat genau? Ich habe die 3 Prüfungen bestanden. Ich habe den Geister... Ja, habe ich. Ja, weniger mit meinem Verstand, mehr mit dem von Chat. Ihr kennt das. Tollen Sinn für Humor, ja. Das stimmt sogar hier, ne? Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Ich hätte das damals im ersten Teil machen sollen. Hätte ein Achievement ergeben. Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. 10 Minuten? Ja. Wirklich? Ja. Nun, das ist zwar schon eine Weile her, aber an einem guten Tag schaffe ich wahrscheinlich immer noch 10 Minuten. Nun, ich war Direktor für Kampfeinsätze bei der britischen Marine und habe 2 Bücher über Schiff-zu-Schiff-Taktiken geschrieben. Ich bin Gründungsmitglied und Co-Direktor der Roten Flotte und halte die Rekorde für zivile Opfer von San Domingo bis Venezuela. Ich bin Expertin in 17 Formen des Nahkampfes, von denen ich 3 erfunden habe. Ich habe mit Bellamy, Teach und Roberts gedient, bevor sie alle ein vorzeitiges Ende fanden, mit dem ich vielleicht nichts zu tun hatte. Nur damit du es weißt. Das ist die Art von Lebenslauf, die wir erwarten. Okay. Oh. Ich habe noch Seid andere ihr Qualitäten. Sicher, dass ich euch nicht überreden kann, meine Expedition nach Monkey Island zu unterstützen? Ja. Ich hätte Ihnen gerne gezeigt, dass ich würdig bin und dass ich 10 Minuten lang die Luft anhalten kann. Wäre für euch zwar langweilig gewesen, ich meine gut für mich auch, aber ich hätte in der Zeit, ne, einfach die Cam ausgemacht. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Das wird sich getan. Als T-Shirt herausstellen oder so. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Das klingt für mich nicht gerade nach Piraterie. Glaub mir, ist es. Sieh nicht hin, aber ich glaube, du hast einen Blutegel am Kinn. Zisch ab. Sieh nicht hin, aber ich glaube, du hast einen Blutegel am Kinn. Zisch ab. Okay. Das hier ist alles bloß er, das ist separat und hier können wir auch nochmal. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Schön für dich. Ich hätte gern die Karte. Joho! Sonst. Joho und eine Bottle voll rum. Jungs, wir sehen uns später, ne? Und Damen. Und divers. Mit divers meinte ich diesen Opa. Ich will nicht zu LeChuck ans Schiff. Wirklich gar nicht.
Das wäre lustig, aber Carla würde wissen, dass ich es war. Och Mann! Spiel, du kannst mir doch nicht Hoffnung machen auf irgendwas, was mir Spaß macht. Und mich dann keinen Spaß haben lassen. Also, nicht, dass das Spiel keinen Spaß machen würde, aber was soll denn das? Das wäre so gut gewesen jetzt. Soll ich wirklich zu den Schiffen? Ich habe irgendwie Angst, hier halt irgendwas verpasst zu haben. Manche Grenzen sollte man besser nicht überschreiten. Okay. Sonst irgendwas? Kann ich jetzt nicht einfach sagen, nein, du bist nicht weg? Nee, kann ich nicht. Auch eine stehen geblieben. Wenn stimmt eine Uhr halt. Die Ausnahme von dieser Regel ist, dann diese. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo es stimmen würde, geht ihr einfach so 5 Minuten zurück. Das wäre lustig. Mit diesem Ort geht es irgendwie bergab. Elaine hätte das als Gouverneurin nie zugelassen. Was für eine Person malt einfach so auf eine Wand? Ich wüsste jetzt niemanden, der das jemals ausprobiert hat. Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Ich glaube, wir haben hier auf Millie Island aktuell wirklich nichts. Ich würde nur mal ganz kurz ins Gefängnis schauen, aber... Guybrush! Hey, Junge! Oh, zum Glück bin ich nochmal hergekommen. Ein Ratschlag, Junge. Halte dich an die engen Straßen. An die engen Straßen? Wie? Okay, ja. Wie viele Bücher mit Titeln stehen im Bücherregal? Das können wir nachgucken. Ich glaube, es waren 6. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir gucken gleich nach. Der Knast ist wie ein schlechtes Frühstück. Ich bräuchte halt eine Lupe. Ich glaube, es ist etwas drauf geschrieben, aber ja. Es ist zu klein, um es zu lesen. Kriege ich irgendwo eine Lupe her? Ich würde ihn halt schon gerne rauslassen. Weil ich halt ein guter Mensch bin. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zum Glück habe ich nicht geraten. Jetzt muss ich hier nochmal ganz genau schauen, nicht, dass ich irgendwo eine Karte übersehen habe, weil die war gerade schon relativ gut versteckt. Hier könnte man zum Beispiel auch nochmal super eine verstecken, würde überhaupt nicht auffallen. Aber hier ist sonst leider gar nichts. Leider nicht. Kriege ich hier eine Lupe? Ich könnte ja beispielsweise hier diesen Flaschenboden nehmen, oder? Moin. Oder komme ich vielleicht später nach Millie Island zurück? Ich meine, das ist jetzt auch nicht so abwegig. Halte dich an die engen Gassen. Warum ist jetzt hier noch eine? Wie viele Affen sehen sich in Curse of Monkey Island das Shakespeare-Stück an? Da war ein Shakespeare-Stück? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich will mal kurz was ausprobieren. Okay, ist keine neue da. Sie scheint zu klemmen. Woher weiß ich, dass nicht irgendwie in 10 Minuten da nochmal eine Karte rumliegt? Schwierig. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Hat sie das vorhin auch schon gesagt? Du kannst einen goldenen Schlüssel finden. Aber du kannst ihn nicht besitzen.
Ja. Das werden wir sehen. Sieht so aus, als hätte Wally einen neuen Laden auf Mili bekommen. Wo ist die Handelskammer? Und warum? Ich will hier wieder durch die Türen. Ich hab's geliebt. Aber war nicht hier auch eine Tür, wo wir dann da hinten rausgekommen sind? Ist hier irgendwo eine Karte versteckt? Ich glaube nicht. Ich behaupte jetzt einfach, wir kommen später nochmal zurück. Ich hasse es. Ich muss mich beeilen, wenn ich vor diesem intriganten Schurken zum Geheimnis kommen will. Le Chip. Wie clever. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Mhm. Crewpositionen verfügbar. Dienen Sie unter LeChuck, dem furchterregendsten Piraten auf den 8 Meeren. Ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Ja, klar. Fragen Sie hier an. Du suchst einen Job? Dann komm her. Das Klemmbrett in deiner Hand sagt, dass du die Quartiermeisterin bist. Die Mannschaft sagt, dass ich die Quartiermeisterin bin. Das Klemmbrett hat keine Stimme. Du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Willst du einen Job? Mir fehlt ein Schrubbi. LeChuck ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Sogar Menschen werden meistens toleriert. Ich wäre auf jeden Fall sehr gern Schrubbi, ne? Hast du noch was Wichtigeres? Hast du noch etwas Wichtigeres? Ich brauche einen zweiten Mat, einen Bootsmann, einen Schiffsarzt und einen Kanonier. Glaubst du, dass du für irgendetwas davon qualifiziert bist? Ich wäre gern ein Schiffsarzt. Ich glaube nur, es wäre keine gute Idee. Kann ich? Nee. Kanonier fühle ich. Weißt du was, ich probiere mal alles durch. Ich könnte zweiter Mat sein. Hast du überhaupt eine Ahnung, was ein zweiter Mat macht? Nicht im geringsten. Garteneröffnungen und Beerdigungen und wartet darauf, dass der erste Mat handlungsunfähig wird? Dachte ich mir. Bootsmann? Ich wäre ein toller Bootsmann. Welche Qualifikation hast du denn genau dafür? Ich hatte mal ein Boot. Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Okay, vielleicht 8. Verschwende nicht meine Zeit, okay? Schiffsarzt? Wie wär's mit Schiffsarzt? Ich nehme an, du hast eine Art medizinischen Abschluss? Klar. Ist das eine zwingende Voraussetzung? Entschuldigung. Ein Kanonier? Ich könnte der Kanonier sein. Oh, darin wäre ich großartig. Boom, boom. Du siehst ein bisschen schmächtig aus. Was stemmst du auf der Bank? Bank? Kein Problem. Ich habe mal 12 Stunden auf einer gesessen. Ich halte das aus. Ich habe heute viel zu tun. Na gut, ich glaube, wir werden Schrubbi. Vielleicht ist Schrubbi doch nicht so schlecht. Die einzige Voraussetzung ist, dass du deinen eigenen Mob mitbringst. Wenn du einen Mob hast, ist der Job... Hey, warte mal. Wie ist dein Name, Seemann? Ich sollte nicht Guybrush sagen, oder? Kann ich... Ich will speichern. Verbocke ich mich? Ich kann mir eigentlich nicht alles verbocken, oder? Also so... Hardlock in einem Game wird hier nicht gehen, oder? Guybrush Threepwood. Ja, das habe ich mir gedacht. LeChuck hat mir eine schwarze Liste gegeben. Und du stehst drauf. Im Grunde bist du die schwarze Liste. Ich fürchte, ich kann dich nun doch nicht einstellen. Und wenn ich einen Mob hab? Das ist ein kleines Hindernis. Ich bin verwirrt. Hast du nicht gesagt, dass du dir ein eigenes Schiff besorgen wolltest? Ja, aber dann dachte ich plötzlich, warum sich die Mühe machen? Ich wollte ein Schiff und eine Mannschaft. Hier waren ein Schiff und eine Mannschaft. Reif für die Übernahme. Alles, was ich tun musste, war, an Bord zu gehen, auf den richtigen Moment zu warten und zuzuschlagen. Zuschlagen? Die Mannschaft meutern, das Schiff kapern. Ein Pirat sein! Nur, dass sie dich nicht einstellen wollten, weil sie wussten, wer du bist. Ja, das war ein Problem. Ja. Außerdem brauchte ich einen Mob. Ganz kurz, ne? Wir gucken mal. Wo befindet sich Cock Island? In meiner Hose. Legende irgendwo. Sie wurde von... Weiß ich jetzt nicht. Da sind tatsächlich viele Fragen, die ich mir...
an die ich mich einfach nicht erinnern kann? Man kann über meinen bösen, schrecklichen Erzfeind LeChuck sagen, was man will, aber er weiß, wie man ein Schiff belädt. Naja, gut, es steht noch nicht auf dem Schiff. Kein Parken von dämonischen, geisterhaften oder untoten Fahrzeugen oder Motorrollern. Dienstags von 3 bis 4 Uhr. Halteverbot also. Sieht aus, als würde dies eine lange Reise werden. Ich hoffe, das ist keine dieser Partykreuzfahrten. Warum denn? Also, ich finde, Partykreuzfahrt hört sich gar nicht so schlecht an. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Schade, ich dachte, ich kann ein bisschen rumkritzeln. Positionen verfügbar. Dienen Sie unter LeChuck, dem furchterregendsten Piraten auf den 8 Meeren. Ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Fragen Sie hier 8 Meere? Also gut, wir brauchen so oder so erstmal einen Mob. Und ich vermute, langfristig werden Warum wir... Warum hat Wally so eilig? Er wird uns doch nicht an Madison verraten. Oder? Ich glaube, er musste den Druck, der auf ihm lastete, auf eine andere Weise abbauen.